Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Halle-Turnau-Projekt zurück. Der Pflanzenschutzbeauftragte vom Feld 17 ist fertig. Wir verlegen den mal zum Feld 16, zum Maisfeld. Da ist nicht mehr allzu viel los. Ein bisschen was haben die noch zu tun, aber den können wir schon mal rüberstellen. Dasselbe gilt für Feld 15. Derjenige ist auch fertig. Den habe ich schon deaktiviert. Des Weiteren habe ich den 303 zu unserer Wiese im, was ist das, im Süden hin verfrachtet und er ist dort einsatzbereit. Da werden wir auch demnächst loslegen. Und ich habe mir den Überladewagen für den HW80 geschnappt und den Traktor. Habe den mit Kartoffeln aus dem Lager befüllt und schon mal in Richtung Pflanzgebiet für die Kartoffeln, nennen wir es mal so, verfrachtet, aber der steht auf halber Strecke, da ich nämlich erstmal noch hier auf Feld 16 wieder Saatgut nachfüllen musste für die Maisanpflanzung. Des Weiteren steht beim Händler ein neues Gerät, dazu kommen wir später. Ich hoffe, dass wir das in die Folge mit reinkriegen, ansonsten wird es in der nächsten Folge. Wir werden sehen, wie es wird. So, ich möchte ja trotzdem hier dran teilhaben lassen und nicht alles machen, aber ich kann auch mal, wie ich das letztens gemacht habe, mal 4 Stunden oder so den Maisanbau etwas beschleunigen, indem ich euch da einfach nicht dran teilhaben lasse. Ich glaube, diejenigen, die die Folgen geschaut haben, wo ich hier den Mais runtergeholt habe, diese mühselige Aktion, ich glaube, die wissen, von was ich rede. Ja. So sieht's aus. Und ihr seht, wir sind hier ein ganzes Stück näher gerückt. Und das läuft richtig gut. Ne? Die werden jetzt nochmal wahrscheinlich hier vorfahren einmal und dann werden sie sich schon höchstwahrscheinlich schon an den Rand machen. Denn dann sind sie nämlich fertig. Ja, und hier diesen Fleck, den ihr seht, ich muss mal hier reinfahren. Das ist genau das, wenn man die jetzt aufgehört haben und wenn man die wieder anstellt. Na? Aber eben nicht, also sprich betankt hat. Mit neuen Saatgut und dann aber eben nicht auf nächstliegender, sondern auf nächstpassender gegangen ist. Und ja, dann fahren die ein paar Meter vor und setzen erst dann das Saatgerät ein. Soll uns aber, glaube ich, nicht stören, denn das tun wir am Ende wahrscheinlich nochmal ganz fix ausbügeln. So, den haben wir. Den zweiten hier, den lasse ich erstmal. Wir werden jetzt erstmal. Wo ist er? Der ist weg. Hier ist er. Unseren schönen HW80 Überladewagen mit Kartoffeln drin, frisch aus dem Lager entnommen, hier bereitstellen. Wir werden die 26, die 27 und die 28 hier Kartoffeln machen. Ich glaube, dass das reicht erstmal. Dem Feld werde ich mich hier als letztes widmen. Müssen wir dann schauen, wie wir das machen mit dem Feld. So, hier stellen wir auf alle Fälle den mal hin, den guten. So, und dann kann der hier vor sich hin darben. So, den lassen wir auch drin. Dann bräuchte ich, nee, den bräuchte ich nicht, dann machen wir den hier, halt, den. Und wir senken mal, wir machen mal an. Da steckt das im Verkehr fest, halt, da muss ich erstmal schauen gehen. Was steckt denn hier im Verkehr fest? Fahren die sich gegenseitig über den Weg? Das ist ja natürlich sehr prickelnd. Wie konnte das denn passieren? Der fährt hoch, der fährt runter. Naja. Ja, da ist eine kleine Überlappung, ne? Dann ist das so. Dann lassen wir den erstmal gewähren. Ist ja kein Problem. Und der fährt dann wahrscheinlich auf der anderen Seite nochmal runter. Dann ist das so. Ist natürlich von Courseplay auch so eine Geschichte. Der muss doch wissen, wenn ich drei fahren lasse, dass sie sich dann vielleicht in den Weg kommen. Naja. So, mal gucken, ob es rafft hier. Ja, sieht gut aus. Okay, da verbraucht er natürlich besonders wenig auf der Spur hier. Soll dann aber auch relativ sein. Okay, dann kehren wir hier zurück zu diesen. Und ich würde sagen, gesenkt haben wir schon. Machen wir nochmal an. Und dann. Oh ja, da kommt eine richtig saftige Ladung hier runter. Das ist so ein bisschen Vorwiese, das nehmen wir trotzdem mit. Warum soll man das stehen lassen? Ja. Macht ja keinen Sinn. Natürlich müssen wir das dann extra einsammeln. Ihr seht es ja auch, es liegt noch was von der letzten Ernte. Das hat den Winter überdauert. Aber auch das ist nicht so schlimm.
So, gehen wir mal in die Innenansicht, die ist auch nicht schlecht. Frisches, saftiges Gras für die Schafe. Oder wir fahren es in den Silo-Bereich und machen daraus Silage. Das ist auch kein Problem. Wir nehmen dann lieber vom Feld 1 die schöne Wiese. Ja, das schöne Wiesenfeld. So. Einmal zurück. Einmal rum. Und ja. Also wie gesagt, das ist ein sehr zuverlässiger Mod, aber ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, wo wir mit dem gearbeitet haben, da habt ihr überhaupt keine Probleme damit. Der macht wirklich das, was ihr von ihm wollt. Außer ihr fahrt natürlich so wie ich, dann lässt er was stehen. Müssen schon wieder aufgefüllt werden. Ist ja der Hammer. Ja, wir machen das jetzt mal ganz schnell zu Ende hier, das Stück. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch mit dem Ladewagen mit Hand hier wieder einsammeln müssen. Da kommen wir wohl nicht drum rum. So wie wir hier gefahren sind. Da müsste man nämlich nochmal ein ganz anderes Schema anfahren. Oder man müsste hier ein extra Schema machen. Das ist natürlich auch möglich. Was dann der Ladewagen auch nutzen könnte. Aber ich glaube nicht, wenn er, dass er hier dann mit den Kurven so klar käme. Aber hin wie her. So. Wunderbar. Und dann soll es das hier von der Vorwiese gewesen sein. Und dann fahren wir hier weiter, denn hier ist nämlich unser Start. Und dann geht es da geradeaus weiter. So, und dann nehmen wir mal den Helfer rein und dann soll der weitermachen. Halt. Habt ihr was gemerkt? Ich habe auf Fahren, also von A nach B fahren, habe ich drin und nicht Feldarbeit. Und deswegen speedet er hier übers Feld. Wir lassen das mal drin, mal sehen, ob das gut geht. Mal sehen, wie er die Ränder macht. Ich habe das schon mal mit Mähdreschern gemacht auf der einen oder anderen Karte. Allerdings ohne Zuschauer ist eine lustige Sache. Also die fahren da wirklich mit ihrer 40 Stundenkilometer die Mähdresche über das Feld und mähen dann das. Das ist also auch möglich. Das Einzige, was ihr merken müsst, ihr müsst halt den Transport-Dings einstellen, keine Feldarbeit. Ihr müsst einstellen ganz normale Geschwindigkeit halt. Ja. Achso, muss ich das mal rausnehmen. Des Weiteren müsst ihr, wie gesagt, auf Transport die Geschwindigkeit und ihr müsst, bevor ihr das einschaltet, müsst ihr das Schneidwerk senken und anmachen und dann funktioniert es. Die sind übers Feld gedüst, das war echt eine... Nein, jetzt habe ich die vergessen. Oh, wow. Das war echt eine heftige Nummer damals. Ich fand das sehr amüsant. So kann man dann auch einen kleinen Speed-Check machen. Ja. So, dann machen wir das nochmal. Ja, Problem an der ganzen Geschichte hier, wenn ihr das so macht. Sobald ihr den hier rausnehmt, rücken die anderen Helfer natürlich nach, weil sie ihn nicht mehr als Mitglied ihres Verbandes ansehen. Aber das dauert 2-3 Sekunden, wie ihr seht. Und dann ist das erledigt. So, fahren wir mal zu dem da oben, denn der schreit nämlich auch nach Saatgut. Und es könnte sein, dass die hier noch einmal zurückfahren. Aber ich glaube es eher nicht, weil die sich hier schon überschnitten haben. Denke ich, dass sie jetzt vorne anfangen. Denn der macht ja auch nochmal eine Spur, das sind auch nochmal ein paar Meter. Und dann sind das nochmal zwei Spuren im
Außenbereich und jetzt dreht er durch hier, ne? Jetzt haben wir genau das, was wir nämlich da nicht wollen. Ich weiß nicht, wo er hingefahren ist. Wahrscheinlich ist er hinten gegen den Strommast gebrettert. Ja, wir schauen es uns gleich an. Also so funktioniert es. Nur wenn das Feld natürlich nichts hat und er die ganze Zeit im Kreis auf dem Feld fahren kann. Ja, ich habe das mal auf so einer australischen Karte, habe ich das mal mit einem Mähdrescher gemacht. Ich fand das sehr lustig, wie der abgedüst ist. Ja, in der Realität käme ja das Schneidwerk nicht hinterher. In der Realität kämen die Rotoren drin nicht hinterher mit der Menge, die eingeführt wird, weil es einfach zu viel ist. Oder es würde einfach nur durchgepresst werden. Entweder würde es dann verstopfen eventuell, oder ihr hättet von dem 100% Ausbeute, die ihr hättet, hättet ihr vielleicht nur eine 10 oder 20% Ausbeute, da ihr euch alles hinten durchpresst. Und das ist nicht unbedingt so ohne. Ja. Ja. So, nehmen wir mal auf hier, stellen wir hier rüber ins Gemachte. Dann sind wir nicht im Weg. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wie die fahren, aber so, ich sehe sie gar nicht. Ich sieht so aus, als ob die ganz vorfahren. Ne? Wir können mal auf die Karte schauen. Ja, die fahren ganz vor. Schauen wir nochmal hier. Ja, hier fängt er jetzt an und jetzt beginnt hier die Kreisfahrt. Okay, dann läuft das. So, unser Guter hier, der ist mit Sicherheit hier angelegt. Jawohl. Genau. So. So, machen wir Feldarbeit. Machen wir den naheliegendsten. Wir machen aktiviert. Das können wir jetzt rausnehmen. Und dann können wir auf Einstellen gehen. Nee, ich habe gesagt naheliegendsten. So, jetzt müsste das passen. Jawohl. Jetzt würde ich hier vorne gleich wenden. Genau. Gut, läuft. Den haben wir gemacht und jetzt brauche ich noch einen Traktor und noch einen Traktor. Dann nehmen wir hier noch einen. Und ja, nehmen wir den. Fahren wir mal zum Händler. Da holen wir mal was Schönes ab. Ja, der eine oder andere kann sich es vielleicht schon denken. Es ist ein Mod, den habe ich schon, seit er damals rauskam, vor über 2 Jahren, glaube ich, habe ich den benutzt und ich bin mit dem sehr zufrieden. Ich hatte den, glaube ich, auch im LS17, gab es den auch? Ja, da gab es den auch. Da war ich auch super zufrieden. Der macht wirklich seine Arbeit gut. Ihr könnt da Saatgut reintun oder ihr könnt Kartoffeln reintun. Und ist ein russisches oder ukrainisches Modell oder weißrussisch. Ich sage einfach mal, da das die Zeit war, Sowjetunion, dass es einfach russisch ist. Ne? Und ja, Ladevolumen geht so, der macht schon ganz schön Strecke eigentlich für das bisschen, was er macht, aber ist eine preiswerte Sache. Ich weiß nicht, ob es größere Maschinen im Ostblock gab, die das konnten, ich denke mal eher nicht. Unsere Saatmaschine hier von Fortschritt, die hat ja auch Kartoffelsäcke drauf. Ich weiß nicht, ob die auch Kartoffeln anpflanzen konnte, aber ich gehe mal davon aus, da Kartoffeln ja eigentlich gelegt werden, ist da so ein kleines Kettenband vonnöten. Oder eine Dropstation, wo die dann so durchfallen, ne? So wie, ähnlich wie er das hier wahrscheinlich hat. Und das ist er. Das ist er. Steigen wir mal aus. Schauen wir uns mal an. Das ist unsere neue Kartoffellegemaschine. Perewoska Ljudi Sabrecetsa. Sabrecetsa. Oder so ähnlich. Brigada Tvas, wenn ich das richtig lese. Also Brigade Tvas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kartoffelsaschalska SN46 oder 40 oder 4G, ich würde sagen 46. Ja, das ist er, auf jeden Fall. Kyrillisch ist nicht für jeden. Bei mir ist es lange her, wir hatten das in der Schule, wir mussten das haben. Und wie gesagt, UDSSR, SN4B nennt er sich. Also wenn ihr den Mod wissen wollt, gebt ihr das bei Google ein, LS19, dann Freizeichen, USSR, SN4B. Es gibt da verschiedene, ihr müsst da aufpassen. Nicht, dass die irgendwie behaftet sind, aber es gibt da auch modernere Varianten davon.
Die sind dann umgemottet worden. Da steht dann, glaube ich, auch Amazon oder sowas drauf. Ja. Von der Sache werden die sicherlich genauso sein. Aber ja. Das ist hier das Original. Ja. Einfache Kartoffellegemaschine, 4 Reihen. Ich finde, es ist eine schöne Sache. Hat mich nie enttäuscht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wo wir die benutzt haben. Und ich glaube, darauf kommt es ja drauf an. Und das wäre unser Mod für diese Folge. Ja, den einen oder anderen sicherlich bekannt. Wem es nicht bekannt ist, nun wisst ihr's. Ja. Zuverlässig, funktioniert, einwandfrei. Allerdings nur für Kartoffeln. Ja. Aber reicht doch zu. So, wir haben ja Kartoffeln in unseren Überladewagen und wir werden diesbezüglich. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Finde ich gerade irgendwie niedlich hier anzufangen. Okay, das ist Feld, ich glaube 27. Wir schauen nochmal ganz schnell. 27, jawohl. Dann muss ich mal hier rein. Wir müssen auf die Arbeit, auf die Feldarbeit gehen. So, 27 gehen wir mal andersrum, das ist kürzer. So, wir machen rundherum, wir machen Vorgewände. Ich würde mal 3 machen, damit es nicht ganz so eng wird. Wir fangen mit dem Feld rein an. Wir machen scharf 5,20 Meter. Weiß ich gar nicht, ob er das hat. Hat er so viel? Da sieht mir irgendwie 3 Meter, 4 Meter aus. Also so eine Feldreihe, so eine Kartoffelreihe ist eigentlich 45 cm. Sind das 90, sind das 1,80? Wow. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir ihn jetzt? Gute Frage. Das Ding hat doch niemals 5 Meter hier. Ich mache mal 2,80 Meter. Wir generieren das mal. Ein Fahrzeug. Wir haben scharf, wir haben Feldreihen, wir haben 3 Vorgewände. Jawohl. Das sieht mir eigentlich ganz vernünftig aus. Und wir gucken mal, ob es so funktioniert. So, wir fangen am ersten Wegpunkt an. Wir aktivieren das und ich lasse den mal rüberfahren. Und der wird nicht fahren, oder doch, der fährt. Aber wir müssen erstmal noch was reinfüllen, damit er anfangen kann. So, wir kloppen das mal auf alles. Und dann hoffe ich, dass das dann so funktioniert. Ja, der geht auch hier in die leichte Schräglage. Wie gesagt, deswegen habe ich den mir geholt. Ich hatte vorher schon mal ein Modell, aber das war ein anderes, vor 2-3 Jahren. Ich kann euch nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Und ich habe jetzt vor kurzem mir das nochmal runtergeladen, weil ich den nicht mehr hatte. Es kann natürlich auch sein, ich verwechsel das vielleicht mit dem 17er. Ich weiß es gerade nicht wirklich. So, da lassen wir den mal machen hier. Und dann füllen wir nebenbei einfach noch was auf, sollte kein Problem sein. Oh no. Hätten wir erst auffüllen sollen. Na gut. Kann ja keiner wissen, dass der hier so eine kleine Spur fährt. Aber dann ist es so. Wir haben ja immerhin schon fast 600 Liter reingepresst. Ich weiß gar nicht, was genau reingeht. Ich glaube 1000 oder so. Ja, so macht man es natürlich nicht. Ne? So wird es dann früher. Aber dafür wird es übergefüllt. Auch nicht schlecht. Wo ist denn der Trigger? Ist der ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten? Okay. Ja, überladen ist ja mit dem Gerät nicht so schnell. Das hat man ja schon mal festgestellt, wo ich den vorgestellt hatte. Da war leider nicht so prickelnd, das Ganze. Jetzt sind wir natürlich so gewendet, wie es absolut sinnfrei ist. Ah, Mann. Ich übe noch, es tut mir leid. Es tut mir leid. So. Wir stellen den jetzt mal ganz kurz hier hin, dann fahre ich den weg. Und so, warte mal. Ich mache das nochmal. So, aktuellen Wegpunkt machen wir.
Okay, dann fährt er das normal. Das ist kein Problem, denke ich, für uns. Ja. Ja, hat er jetzt auch, glaube ich, nichts verbraucht. Bis auf das, wo wir ein bisschen schräg waren. Jetzt wendet er und dann macht er das und dann läuft das. Ich glaube, so ist das. Schöne Sache. Ja, das ist der russische Legeautomat und ihr seht auch hier, wie die Kartoffeln in die Schaufel, sage ich mal, geladen werden. Und dann werden die einfach hier abgedroppt. Ja, hier wird die Furche gezogen, wo es aufgemacht wird, und hier hinten wird die Furche eigentlich wieder geschlossen. So sollte es sein. Und damit ist die Kartoffel in ihrem Beet eingebettet. Ja. Ach, der fährt bis ganz hinter. Okay. Ja, fast. Ja, und ihr seht, 12 Stundenkilometer. Verbrauch geht auch. Überlappt es etwas? Kann jetzt an der Spur liegen, dass es überlappt. Das können wir uns mal ganz kurz anschauen. Ja, es sieht überlappend aus hier. Aber ich sag mal, lieber so, als wenn... Das sieht allgemein ein bisschen mit 2,80 Meter ist... Aber wir lassen das so. Das ist mir egal. Der soll sein Ding machen. Halt, warte mal, ich nehme das mal raus, nicht, dass wir hier zu viel Traffic haben, den wir nicht brauchen. Ja, Freunde, und mit den Bildern sage ich danke fürs Zuschauen. Das ist unser neuer Mod, Kartoffellegemaschine russischer Produktion. Wie gesagt, anderen habe ich bis heute nie wirklich gefunden, was den Ostblock angeht. Es gibt diverse Varianten, wie man sie wieder aus der Erde holt. Das sind aber auch alles sehr umständliche Varianten. Von daher, ja, müsste man da mal schauen. Also hier sieht es aus, als ob die Spur passt. Ne? Okay, wir werden das Ergebnis im Auge behalten und ciao, ciao!